Andacht am 4.5.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Du kannst der Größte sein. Ich hatte heute in meinem Sessel die schönste Zeit mit Jesus. Dann las ich zwei große Passagen aus der Bibel. Eins war in den Psalmen, das andere in den Evangelien. Ich beginne mit den Evangelien. Der Heilige Geist führte mich zu Matthäus 11. Da geht es zunächst um Johannes, den Täufer. Johannes verkündete, Jesus ist derjenige, der kommen soll. Und später zweifelte er daran. Das kann uns allen passieren, wenn wir enttäuscht sind von Jesus. Danach geschah das. Jesus sagt zu den Menschen, nehmt keinen Anstoß an mir. Die Bibel sagt uns, dass Jesus zur Menge über Johannes den Täufer spricht. Er redet nicht nur zu seinen Jüngern und auch nicht zu den Pharisäern, sondern allgemein zu den Juden. Er fragte, was wolltet ihr sehen, als ihr zu Johannes hinausgegangen seid? Vers 9. Habt ihr einen Propheten angetroffen dort in der Wüste? Ja, er war ein Prophet wie diejenigen aus der Vergangenheit, doch er war größer. Viele Leute sind irritiert darüber, dass es Propheten aus der Vergangenheit und einen anderen Typ von Propheten gibt. Eigentlich ist das nicht schwer zu verstehen. Es gab Propheten im Alten Bund und es gibt Propheten im Neuen Bund. Die Propheten des Alten Bundes hatten eine andere Aufgabe als die Propheten im Neuen Bund. Als ich nach Brasilien kam und in einer großen Kirche war, sagte jemand zu mir, Pastor Reinhard, gut, dass du kommst, du bist ein Prophet. Wir brauchen jemanden, der den Leuten hier ihre Sünden offenbart. Ich war schockiert darüber. Ich sagte, das ist nicht meine Aufgabe. Die Propheten des Alten Bundes sollten die Sünden offenlegen und die Menschen zurück zu Gott führen. Aber das hat sich mit dem Neuen Bund verändert. Im Neuen Bund habe ich nicht mal die Aufgabe zu prophezeien. Weissagung ist nicht die Hauptaufgabe eines Propheten im Neuen Bund. Epheser 4 beschreibt die Aufgabe der Propheten im Neuen Bund. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und zur Erbauung des Leibes Christi. Wir hatten kürzlich eine Konferenz in Goiânia. Einige Schüler aus der IPS waren dort. Sie prophezeiten alle und sie wollten gar nicht mehr aufhören. Ich musste ihnen das Mikrofon aus der Hand nehmen. Sie sind meine Schüler, doch sie haben dort gedient. Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Propheten des Alten und des Neuen Bundes. Jesus machte das deutlich klar. Johannes war ein Prophet des Alten Bundes. Deshalb sagte er Dinge, die uns heute nicht mehr betreffen. Er sprach wie die Propheten des Alten Testaments. Wenn du zu Gott zurückkehrst, wird er dir gnädig sein. Diese Botschaft betrifft uns nicht. Sie ist nicht für uns. Diese Botschaft galt für eine andere Zeitperiode. Jesus sagte, er war nicht einer von ihnen. Er wurde angekündigt und erfüllt nun die Schrift. Er ist der Rufer in der Wüste, der dem Messias den Weg bereitet. Johannes war also ein Prophet des Alten Bundes. Doch er hatte eine andere Aufgabe als die anderen Propheten. Er sollte die Menschen vorbereiten und ihnen Jesus zeigen. Deshalb sagte Johannes, ich muss kleiner werden, er muss größer werden. Dieser Satz ist nicht für dich, du solltest dieses Gebet nicht beten. Denkt mit mir nach, wer sagte das? Johannes der Täufer. Er sprach dabei von seiner Wichtigkeit für die Welt. Die Menschen kamen reihenweise zu ihm und ließen sich taufen. Dann kam plötzlich Jesus. Johannes sagte, das ist das Lamm Gottes.
Ich bin nicht würdig, seine Sandalen zu binden. Und wenn die Leute ihn fragten, bist du derjenige, auf den wir warten? Antwortete er, nein, wartet auf den Messias. Und er zeigte ihnen Jesus, als er kam. Im neuen Bund sind wir in Christus. Wenn wir weniger werden, was geschieht dann? Überlegt euch das. Wenn in einer Ehe einer der Partner sagt, ich werde weniger, damit du mehr werden kannst, dann ist irgendwann einer nicht mehr da. Das macht keinen Sinn. Beide Partner sind gleich wichtig. Wenn wir in Christus sind, kann Jesus selbst nicht weniger werden. Und wenn du weniger wirst, wenn du sagst, ich bin nichts, wie willst du Jesus mit Begeisterung und Glauben bekennen? Das geht nicht. Die Propheten des alten Bundes durften Dinge sagen, die wir im neuen Bund nicht aussprechen dürfen. Ein Beispiel: Ich bin nicht würdig, seine Sandalen zu binden. Viele Leute haben diese Einstellung, doch das ist falsch. Denn wir müssen nicht um Gnade betteln. Vielmehr sollten wir mit Freimütigkeit vor den Thron des Vaters kommen. Freimütigkeit, wohin wir gehen und wo wir sind. Wer in dieser andauernden Einheit mit Jesus lebt, der spürt, dass er es wert ist und Autorität hat. Dann wird er das auch leben. Ich habe ein Zeugnis erhalten auf Deutsch. Diese Frau war in einem Buchladen und spürte, dass sie im Heiligen Geist prophezeien sollte. Doch erst kaufte sie einfach für jemand anderen ein Buch, eins meiner Bücher. Dann verließ sie den Laden. Der Heilige Geist drängte sie. Sie musste in den Laden zurückgehen und zur Verkäuferin sagen, Gott liebt sie. Mitten im Laden zu einer fremden Frau. Die Verkäuferin bat, können Sie bitte für mich beten? Ich habe mit Depressionen zu kämpfen. Die Frau legte ihre Arme auf sie und berührte ihr Haar und betete für sie. Das ist das Reich Gottes, das in der deutschsprachigen Welt gelebt wird. Ich bin davon überzeugt, in Kirchengebäuden zu sitzen und Lieder zu singen und eine Predigt anzuhören, ist nett. Aber nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, es zu leben. Wir drücken Jesus durch unser Leben aus. Jetzt kommt so eine kraftvolle Stelle, Vers 11. Ich sage euch die Wahrheit, durch die ganze Geschichte hindurch gab es keinen Mann wie Johannes den Täufer. Kein Elia, kein Elisa, kein Mose, der das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft führte, kein Daniel, der solche Offenbarungen hatte, auch nicht David, der kraftvolle König und der Mann nach dem Herzen Gottes, und auch nicht Salomo mit all seiner Weisheit. Jesus sagt, in der ganzen Geschichte gab es keinen, der wie Johannes der Täufer war. Das ist Gottes Sichtweise. Würden wir ihn nicht gerne nachahmen? Johannes, die größte Person, die jemals lebte? Doch schaut, was dann da steht. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Möge dein Herz diese Wahrheit ergreifen. Denke darüber nach. Lass es eine Wahrheit in dir werden. Die größte Person in der ganzen Geschichte ist kleiner als du. Ich schaute im griechischen Original nach. Dort steht das in der Gegenwartsform und im Aktiv. Die größte Person in der gesamten Geschichte ist kleiner als du. Wenn du im Reich Gottes lebst, wenn du dich diesem Reich hingibst, dann wirst du größer sein als die Person, die Johannes der Täufer war, die größte Person in der Geschichte. Ergreife es!
Du und ich, wir sind größer als Johannes der Täufer. Ich wünschte, alle Christen würden das ergreifen. Denn du wirst immer nach dem leben, was dein Herz glaubt. Du wirst nicht nach dem handeln, zu was Gott dich macht, zum Beispiel eine neue Schöpfung in Christus. Jeder einzelne Christ ist freigesetzt von der Natur der Sünde und Schuld. Jeder Christ ist dafür freigesetzt, alle Versorgung für alle Bedürfnisse zu empfangen, die er braucht. Hast du das schon erlebt? Warum erleben so viele Menschen das nicht? Weil du nach der Überzeugung deines Herzens handelst. Wenn du glaubst, dass du kleiner bist als Johannes, der Täufer, wirst du so leben. Du musst Folgendes tun. Du musst über diese Wahrheit meditieren und dich größer sehen als die größte Person in der Geschichte. Wenn dein Herz das ergriffen hat, wow, im Reich Gottes bin ich der Größte, dann wirst du es leben. Jesus sagt deutlich, der Kleinste. Du kannst dich unwürdig und klein fühlen, das ist egal. Solange du im Reich Gottes bist, wirst du größer sein als Johannes. Was danach beschrieben wird, musst du auch nicht mehr tun. Mit Gewalt ins Himmelreich eindringen. Das ist vorbei. Du bist schon im Reich Gottes. Durch die Erlösung bist du drin. Und wenn du das erleben willst, musst du dich dem Himmelreich einfach hingeben. Mach deine praktische Erfahrung im Reich Gottes. Stell dir vor, du schaust auf den Thron und siehst dich selbst auf dem Thron deines Lebens sitzen, dann schubst dich weg. Sag, Jesus, dieser Thron meines Lebens ist für dich. Das Reich Gottes hat einen König. Das ist Jesus. Alles dreht sich um Jesus. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie wir das praktisch anwenden. Das geht so. Jesus ist genug. Aber der eine, der genug ist, muss auf dem Thron meines Lebens sitzen. Wenn du dich dem König deines Lebens hingibst, du musst dich entscheiden. Niemand anderer wird das für dich tun. Du kannst in einem Land leben, dem du dich nicht hingibst. Dann bist du voller Kritik und Ärger über dieses Land. So sind viele Christen. Sie wollen im Glauben etwas haben, aber sie geben sich nicht hin. Wenn du dich dem Reich Gottes zugehörig fühlst, dann bitte gib dich ihm hin. Gott managt die Menschen nicht bis ins Kleinste. Er zwingt niemanden. Er bietet einfach überfließendes Leben an. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Gott dieses Lebens und dem Gott des Reiches Gottes, zwischen dem Reich der Finsternis und dem des Lichts. Das studieren meine Schüler in Modul 1 in der IPS. Sie lernen über den Satanismus. Es gibt eine satanische Bibel und eine satanische Kirche. Ich habe das bei einem Mann in San Francisco studiert. Den gibt's noch. Der Mann war im Dienst für Jesus, er spielte die Orgel in seiner Kirche und war so enttäuscht von Gott, er hat so sehr Anstoß genommen an Jesus, dass er Abstand von allem Christlichen genommen hat. Dann fand er die Satanisten. Bei ihm las ich in der satanischen Bibel. Ich sage euch, was da steht. Es gibt dort auch 10 Gebote. Und ich war so schockiert, als ich das las. Es geht nämlich nicht zuallererst um Gelübde an Satan oder um Kinderopfer, sondern das Hauptgebot ist: Mach dich selbst zum Zentrum deines Lebens. Es geht ums Ich, um Selbstsucht. Das Ganze ist egozentrisch. Deshalb sagt Jakobus, irdische Weisheit ist dämonische Weisheit
und er beschreibt sie. Selbstsucht und eigenes Abmühen, das ist irdische Weisheit. Wenn du dich um dich selbst drehst, lebst du nach der satanischen Lebensweise. Das ist oft der Grund, warum du nicht die Größe des Reiches Gottes erlebst. Ich habe nicht, ich erlebe nicht, ich bin nicht, ich. Bete, Heiliger Geist, zeig mir, wer auf dem Thron meines Lebens sitzt. Ich oder du? Er wird es dir aufzeigen. Schau, wie du reagierst, wenn du nicht bekommst, was du willst. Schau, du bist auf dich fokussiert und nicht auf mich. Schau, du willst ein besseres Leben haben, aber ohne mich. Lass zu, dass der Heilige Geist es dir zeigt. Wenn nicht Gott auf deinem Thron sitzt, dann tu Buße, tritt zurück, sag, mein wunderbarer Jesus, ich gebe mich hin. Da gibt es ein altes Lied. Ich gebe alles hin, ich gebe alles hin an dich, meinen Herrn und Retter, ich gebe alles hin. Es ist ein wesentlicher Teil meiner täglichen Routine, mich immer neu hinzugeben an Jesus. Das muss jeden Tag neu bestätigt werden. Sag, Jesus, es geht um dich, nicht um mich. Dann bist du größer als Johannes der Täufer. Was wäre, wenn jeder Christ auf der Erde so wäre? Stellt euch das vor. Menschenmengen folgten Johannes. Menschenmengen würden dir folgen. So würden wir das Reich Gottes erfahren. Ich bin im Herzen davon überzeugt, dass wir im Glauben alles ergreifen können, wenn wir dem Reich Gottes hingegeben sind. Ich fliege in 2 Tagen mit Debbie und Vinicius nach Goiânia, um unser neues Waisenhaus zu eröffnen. Vor ein paar Wochen ging ich durch dieses Haus mit Tränen in den Augen. Ich war in einigen Waisenhäusern in Brasilien und ich habe in diesem Land noch nie wirklich ein schönes Waisenhaus gesehen. Überall war eine Atmosphäre, wo ich als Kind nicht sein wollte. Und keins der Waisenhäuser war schön ausgestattet. Jedes unserer Waisenhäuser ist wunderschön. Es herrscht die Liebe drin. Wir haben einen Standard, der die Exzellenz des Reiches Gottes repräsentiert. Auch das neue Waisenhaus in Goiânia ist in Liebe und Exzellenz gebaut. Die Schlafräume, die Bäder, man möchte gern dort leben. Ich habe etwas Einfaches verstanden. Wenn ich dem Reich Gottes hingegeben bin, bin ich größer als Johannes der Täufer. Ich mag der Kleinste im Reich Gottes sein, aber Jesus sagt, der Letzte wird der Erste sein. Ich bin vielleicht der Letzte, das ist okay. Aber wenn ich mich dem Reich Gottes hingebe, werde ich größer sein als Johannes der Täufer. Gib dich dem Reich Gottes hin, dann wirst du dir nur noch wünschen, dem König zu dienen und nicht mehr dir selbst. Denn das ist Satanismus, der Hauptpunkt des Satanismus. Tritt zurück, lass Jesus auf den Thron. Geh auf die Straßen, geh, wohin du gehen sollst und drücke das Reich Gottes aus. Hört! Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass ihr größer seid als der Größte zur Zeit Jesu und davor, größer als Mose, größer als Elia, größer als David? Was wird dann sein? Es werden Schwierigkeiten kommen, aber sie werden dich nicht erschüttern. Du gehst hindurch, du singst und freust dich, denn du bist in Christus. Du weißt, dass du der Größte bist. Mein Herz brennt dafür, die Heiligen auszurüsten, damit sie Teil des Reiches Gottes sind.
dass sie sich nicht mehr fürchten vor schwierigen Zeiten, sondern sich im Herzen daran erinnern, wer sie in Jesus Christus und im vollbrachten Werk des Kreuzes sind. Mein letzter Gedanke für heute. Das Reich Gottes ist das Reich des Lichts. Die Welt ist das Reich der Finsternis. Der Tag, wo wir nicht geliebt haben, ist ein verlorener Tag. Denk daran. Das Reich des Lichts wird nicht kontrolliert, sondern von Liebe regiert. Und es geht nie um menschliche Bedürfnisse. Im Reich Gottes ist die große Sehnsucht, dass wir Heilige des Reiches Gottes sind, dass wir die Liebe leben in Christus. Du bist der Größte, wenn du dich Jesus hingegeben hast. Die Pläne des Reiches Gottes sind groß, wenn du sie in Jesus angehst. Danke fürs Zuhören.